Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Handcannon easy freischalten könnt. Im Normalfall müsstet ihr ja für diesen extrem starken Revolver ein neues Spiel starten und dieses dann ohne die Nutzung von Bonuswaffen auf dem Schwierigkeitsgrad Profi abschließen. Seitdem es aber den Mercenaries-Modus gibt, könnt ihr auch die stärkste Waffe durch diesen Modus sehr einfach freischalten. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt direkt als nächstes im Video. Nachdem ihr dann im Mercenaries-Modus angekommen seid, müsst ihr hier dann alle drei Maps auf dem S-Grad abschließen. Und nachdem ihr das dann gemacht habt, schaltet ihr dann auch direkt die Handcannon frei. Bevor ich euch aber jetzt gleich noch zeige, wie ihr dann mit dieser Waffe unendlos schießen könnt, gebe ich euch davor noch ein paar Tipps, wie ihr am einfachsten den S-Rang erreichen könnt. Wenn ihr zum ersten Mal den neuen Survival-Modus startet, habt ihr anfangs nur Leon zur Auswahl. Die restlichen Charaktere könnt ihr dann folgendermaßen freischalten. Um Luis freischalten zu können, müsst ihr mit Leon den A-Rang erreichen, für Krauser müsst ihr dann mit Luis wiederum den A-Rang erreichen und zu guter Letzt müsst ihr noch mit Krauser den A-Rang erreichen, um dann Hank freischalten zu können. Persönlich würde ich euch dazu raten, alle Charakter im Dorf freizuschalten, da ihr hier einen größeren Bereich habt, in welchem ihr die Gegner einfacher ausschalten könnt. Nachdem ihr dann alle Charakter freigeschaltet habt, würde ich euch dazu raten, den S-Rang auf jeder Karte dann mit Krauser oder Hank anzugehen. Meiner Meinung nach könnt ihr vor allem mit Krauser sehr einfach diese benötigte Punktzahl dann für den S-Rang erreichen, da ihr mit diesem Charakter sehr viele Punkte mithilfe seines Messerangriffs erzielen könnt. Nachdem ihr dann alle drei Gebiete auf dem S-Rang abgeschlossen habt, bekommt ihr die Benachrichtigung, dass ihr die Handcannon kaufen könnt. Jetzt müsst ihr nur noch in den Boni-Shop gehen und hier dann diesen extrem starken Revolver für 1000 AP kaufen. Danach ist es euch dann möglich, die Handcannon bei der Schreibmaschine abzuholen. Und wie ich ja bereits vorhin erwähnt habe, zeige ich euch jetzt noch, wie ihr unendlos mit der Handcannon schießen könnt. Hierfür müsst ihr dann zu dem Händler gehen und bei diesem dann das Spezialupgrade installieren. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon langsam dem Ende des Videos. Wie gewohnt könnt ihr jetzt auf der linken Seite des Videos die Trophäen-Playlist plus die Speedrun-Playlist finden. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!